Die Shaddock-Matrosen sind an der Stelle im Weltall angelangt, wo es kein Wasser mehr gibt. Und dennoch kommen sie voran. Fragt sich nur wie. Damals konnte man tatsächlich per Schiff durch den Kosmos fahren. Vorausgesetzt allerdings, man hatte sein eigenes Wasser an Bord. Dummerweise war der Kosmos an manchen Stellen undicht. Man verlor Wasser und kenterte. Um das fehlende Wasser zu ersetzen, musste man riesige Wasservorräte an Bord nehmen. Oft war mehr Wasser im Boot als unter dem Boot. Kein Wunder, dass manche Shaddocks ertranken, obwohl das Boot gar nicht sank. Das alles war natürlich höchst unbequem, aber nur so konnten die Shaddocks vorankommen. Diese naiven Kreaturen glaubten tatsächlich, auf diese idiotische Weise den ganzen Weltraum überqueren, heimlich bei den Jibis landen und ihnen ihre Rakete stehlen zu können. Die Jibis sahen sie auf ihren Fernsehschirmen herankommen und beschlossen, ihnen einen Streich zu spielen, damit die unglücklichen Matrosen bis in alle Ewigkeit weiterrudern mussten, vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Die Jibis wollten den Shaddocks also einen ganz schönen Empfang bereiten. Man wird sich mit Recht Folgendes fragen. Wenn die Shaddocks schon per Schiff von ihrem Planeten zum Planeten der Jibis fahren konnten, warum sind sie dann nicht direkt und auf dieselbe Weise zur Erde gefahren? Dafür gab es zwei Gründe. Der erste hängt mit den Grundlagen der Shaddock-Logik zusammen. Die heißt, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Der zweite Grund betrifft physikalische Gesetze im Kosmos und ist daher zwingend. Will man zur Erde, dann muss man zu ihr aufsteigen. Fährt man aber per Schiff aufwärts, dann fließt das ganze Wasser unter dem Schiff weg. Nach kurzer Zeit ist keins mehr da und man kommt nicht voran. Als die Shaddocks schon ziemlich nah herangekommen waren, sagten die Jibis, wir werden unseren Planeten tarnen, indem wir ein großes Feuerwerk veranstalten. Man muss wissen, dass die Jibis eine ganz besondere Art von Feuerwerkskörpern hatten. Sie tauchten alles in tiefes Dunkel. Brannte man das Feuerwerk am helllichten Tag ab, so wurde es finster. Bei Nacht abgebrannt, wurde die Dunkelheit noch etwas dunkler. Da die Shaddocks in der Dunkelheit nichts sahen, ruderten sie am Jibi-Planeten vorbei in Richtung auf die Unendlichkeit. Sie ruderten und ruderten und ruderten. Sie waren total erschöpft, hinfällig und verzweifelt und vergaben sich schließlich gegenseitig ihre Sünden. Der Shaddock-Pirat selbst ertränkte sein Leid in einer beispiellosen Nüchternheit. Aber eines Tages rief ein Shaddock-Matrose, »Land voraus, der Planet Jibi!« Wie jeder weiß, konnte es aber gar nicht der Planet Jibi sein. Was aber war es sonst? Dazu muss man wissen, dass in jener Zeit der Kosmos gar nicht so besonders unendlich war. Tatsächlich war er eigentlich mehr rund. Startete man an einer bestimmten Stelle und fuhr immer geradeaus, so kehrte man zwangsläufig nach einer Weile wieder an den Ausgangspunkt zurück. Wollte man also an irgendeinen Ort, so war es im Allgemeinen am besten, von dem Ort zu starten, an den man wollte. Mit der Zeit und etwas Glück kam man dann wirklich auch dort an. Den unwissenden Shaddocks war das alles nicht bekannt. Sie wussten nicht, dass sie unter unglaublichen Opfern dort angekommen sein würden, von wo sie gestartet waren. Sie hielten ihren eigenen Planeten für den der Jibis. Unendlich vorsichtig gehen sie nachts heimlich auf ihren eigenen Planeten an Land und stahlen ihre eigene Rakete. Sie bringen sie an Bord und verschwinden, so wie sie gekommen sind, natürlich in entgegengesetzter Richtung.
Als am nächsten Morgen die Shaddocks wie gewöhnlich mit ihren vergeblichen Versuchen beginnen wollten, waren sie zuerst sehr überrascht. Dann schrien sie triumphierend: Sieg, Sieg! Unsere Rakete funktioniert! Sie ist gestartet und sogar von ganz alleine! Dummerweise hatten diese unglückseligen Kreaturen vergessen, in ihre Rakete einzusteigen. Nach einiger Zeit landeten die Shaddock-Matrosen mit ihrer eigenen Rakete wieder auf ihrem eigenen Planeten. Es war Nacht und sie gingen zuerst einmal schlafen, um sich für den triumphalen Empfang am nächsten Morgen zu rüsten. Als die Shaddocks in der Früh ihre Rakete wieder sahen, schrien sie: Sieg! Und nochmal Sieg! Unsere Rakete ist toll! Sie ist nicht nur von allein gestartet, sie ist auch von allein zurückgekommen! Und in aller Eile transportierten sie ihre Rakete wieder von der einen Seite des Planeten zur anderen auf das Versuchsfeld. Als die Shaddock-Matrosen erwachten, schrien sie entsetzt: Auf zum Kampf! Die Jibis haben uns verraten! Sie haben ihre Rakete zurückgeholt! Darauf fuhren sie, nach ihrer Meinung, in Richtung Jibi-Planet ab, um die Rakete wiederzuholen. Es versteht sich, dass diese Unternehmung ganz schön viel Zeit in Anspruch nahm. Während die armen Shaddocks schufteten, pflegten die Jibis in aller Ruhe ihre Gärten und sammelten die Fabriksamen, die sie mit auf die Erde nehmen wollten. Die Sache mit den Fabriksamen hatte allerdings auch ihre Schwierigkeit. Da man sich nicht unbedingt darauf verlassen konnte, was auf den Samentüten stand, wuchsen Bananen, Eisenträger, Kokosnüsse und Bulldozer manchmal wirr durcheinander. Zu einer bestimmten Zeit unterbrachen die Jibis ihre Feldarbeit und riefen: Es ist die Stunde des Shaddock-Aufgangs! Die Shaddocks gehen auf! Und sie liefen zum Rand ihres Planeten, um die Shaddock-Matrosen vorbeirudern zu sehen. Eines Tages war aber leider dieses hübsche Spiel zu Ende. Die Shaddocks kamen nicht mehr vorbei und die Jibis waren traurig, denn sie hatten sich schon so daran gewöhnt. Was ist aus den armen Shaddock-Matrosen geworden?